Es gibt drei gute Gründe, warum die Rezession vielleicht doch nicht ganz so stark ausfallen wird, wie vermutet. Welche drei Gründe das sind, das sagt der Chefvolkswirt der Commerzbank Jörg Krämer jetzt in diesem Interview. Also ich glaube, es wird nicht so schlimm werden. Man muss einfach sehen, ein paar Dinge haben sich besser entwickelt, als wir es vor 2-3 Monaten noch gedacht hatten. Und das ist besonders wichtig insofern, als ja der Bestand nicht abgearbeiteter Aufträge der deutschen Industrie so hoch ist wie noch nie seit Beginn der Statistik Anfang der 60er Jahre. Die Rezession kommt, beziehungsweise sie ist eigentlich schon da, aber wird sie so schlimm ausfallen wie 2008 nach der Finanzkrise oder nach Corona-Ausbruch? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Jörg Krämer, dem Chefvolkswirt der Commerzbank. Hallo, Herr Krämer. Ja, hallo, Herr Kescher. Wird es so schlimm wie 2008 und nach Corona-Ausbruch oder nicht? Also ich glaube, es wird nicht so schlimm werden. Ich rechne eher mit einer normalen Rezession. Und die normalen Rezessionen in der Nachkriegszeit waren immer so -1, -1,5. Aber ich rechne eben nicht mit dem -5 oder mit den -6, die wir gesehen haben nach der Finanzkrise beziehungsweise nach dem Ausbruch von Corona. Sie werden gute Gründe haben für diese These. Ja, da gibt es verschiedene Gründe. Man muss einfach sehen, ein paar Dinge haben sich besser entwickelt, als wir es vor 2-3 Monaten noch gedacht hatten. Der erste Punkt natürlich, was die Gasmangellage anbelangt. Also das entwickelt sich deutlich besser als erwartet. Denken Sie daran, dass die Gaslager zu 100% gefüllt sind. Und außerdem das Sparen. Wir sparen mehr, wir Deutschen, an Gas, als notwendig wäre, um eine Rationierung von Gas zu vermeiden. Außerdem ist am Jahresanfang wird das dritte Terminal, nicht nur zwei LNG-Terminals, fertig sein. Und das Gas, was nach Deutschland reinfließt, das müssen wir auch in einem kleineren Umfang an unsere Partner weitergeben. Also es sieht so aus, dass die Gasmangellage uns erspart bleibt. Und das ist ein wesentliches Argument, eben nur eine Rezession zu erwarten und keinen Kollaps. Welche Rolle spielen denn die staatlichen Unterstützungen, die es ja nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa gibt? Das ist auch ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Gerade in Deutschland ist es ja so, dass die Hilfsprogramme mittlerweile Entlastungspaket 1, 2, 3 Doppelwumms. Wenn Sie das addieren, da kommen Sie zu einem maximalen Entlastungsvolumen von 300 Milliarden Euro. Das ist eine riesige Summe. Und sie ist besonders riesig, wenn Sie sie vergleichen mit dem Anstieg der deutschen Energierechnung. Deutschland muss ja mehr bezahlen für den Import von Energie. Und dieser Anstieg der Energierechnung Deutschlands, der beläuft sich auch auf 300 Milliarden Euro. Das heißt, rein rechnerisch übernimmt der deutsche Staat den gesamten Anstieg der deutschen Energierechnung. Und das ist natürlich ein stabilisierender Faktor. Und in anderen Ländern wird der Staat auch helfen. Und es scheint sich ja auch abzuzeichnen, dass die Lieferkettenprobleme, die wir zumindest zu Beginn der Corona-Zeit befürchtet haben oder auch zu Beginn des Ukraine-Krieges, dass sie nicht so drastisch ausfallen wie befürchtet. Ja, das war in der Zwischenzeit, Herr Kescher, schon ziemlich dramatisch gewesen. Das IFO-Institut fragte die Unternehmen. Und 80% der deutschen Industrieunternehmen haben gesagt, im Sommer, dass sie sich durch einen Mangel an Vorprodukten in ihrer Produktion physisch behindert sehen. Aber dieser hohe Anteil von 80% ist zuletzt auf 60% gesunken. Das heißt, der Schmerz lässt dort nach. Wir sehen es ja auch beispielsweise bei den Frachtraten im Seeverkehr, die zu 2/3 zurückgekehrt sind, Industriemetallpreise zurückgegangen, auch die Chippreise. Also das tut immer noch weh, aber der Schmerz lässt nach. Und das ist besonders wichtig insofern, als ja der Bestand nicht abgearbeiteter Aufträge der deutschen Industrie so hoch ist wie noch nie seit Beginn der Statistik Anfang der 60er Jahre. Das heißt, wenn der Schmerz der Lieferketten langsam nachlässt, wenn also Vorprodukte weniger schwierig verfügbar sind, dann können die Unternehmen auch jetzt mehr abarbeiten von den liegen gebliebenen Aufträgen. Und das stabilisiert natürlich auch die Situation im Hintergrund. Heißt, gibt es gute Gründe zu vermuten und anzunehmen, dass die Rezession Anfang nächsten Jahres, ich sage jetzt mal, im Wesentlichen über die Bühne ist? Also nein, sie ist noch nicht über der Bühne, weil die Rezession hat noch nicht begonnen in Deutschland. Aber ich glaube, wir können sagen, dass uns ein Einbruch der Wirtschaftstätigkeit erspart bleibt, sondern wahrscheinlicher ist dann
eine im Winter eine normale Rezession. Das ist auch nicht schön, nicht wahr? Aber damit können Unternehmen viel leichter umgehen als mit einem Minus von 5 oder 6% wie nach der Finanzkrise. Und schließlich, wir können ja nicht über Konjunktur oder auch über Weltkonjunktur reden, ohne China zu erwähnen. Welche Rolle wird China bei diesem ganzen Erholungsprozess im kommenden Jahr spielen? Also die Lieferkettensituation hätte sich noch viel mehr entspannt, wenn China nicht festhalten würde an seiner Null-Corona-Politik. Sie wird aber noch festhalten bis zum Frühjahr nächsten Jahres, bis zum Volkskongress. Danach allerdings wird es dann zu mehr Entspannung kommen, zur Lockerung der Null-Corona-Politik. Und dann wird sich auch die Situation bei den Lieferketten, die Situation bei den Vorprodukten für deutsche Unternehmen weiter verbessern. Es gibt also gute Gründe anzunehmen, dass die Rezession nicht so drastisch ausfällt, wie es noch vor wenigen Wochen und Monaten vermutet wurde. Das sagt Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank. Vielen Dank für diese Einschätzung, Herr Krämer. Gerne, Herr Kerscher.